Krass, da geht's in dieses, Alter, da geht's da rein, Alter. Ich kann nicht, ja, hört doch mal auf, euch zu benehmen. Ich versuche gerade einen Plan zu machen, wie wir die Welt erforschen. Oha, was habt ihr jetzt davon? Hat euch nicht benehmt. Bin jetzt hier runtergefallen. Ah, genau, hier wollte ich als allererstes hin. Juhu. Hi, Pause. Oh nein. Ich gehe dann mal zum DNA-Tor. Wir hatten Timbel. Wie heißt der Timbel? Heißt der Timbel? Ich hab Timbel. Timbel? Oder so? Wer hat den hier reingelassen? Hä? Wer hat den hier reingelassen? So, seid ihr bereit zur Transformation? Jawohl. Und warum hat die Tür wieder zugemacht? Das sind alles so Fragen, die muss man sich stellen. Ja, ja, komm, hast du mir schon erklärt. Das wissen wir doch alles schon. Ich weiß auch schon, dass ich die Kanone brauche. Und mal Feuer. Und dann brauchen wir das hier. Ui. Die Federn da hinten geht mir übrigens noch holen, ne? Nur dass ihr das wisst. Die will ich haben. Da führt kein Weg dann vorbei, weil ich würde schon gern möglichst viel haben, wenn wir dann das die Welt abschließen. Will ich dann nochmal. Also. Ich weiß ja nicht, wie ich es mache, ob ich es als Folge mache oder noch als extra Ding irgendwie. Ich will auf jeden Fall die Sammelobjekte, die wir alle haben. Dafür kein Weg vorbei. Mich ärgert zum Beispiel, dass uns eine Rexton-Münze fehlt. Na, hallöchen, Traumschiff. Ich dachte, diese Galaxie wäre der perfekte Ort für uns. Verdichtete Gase, aber hier ist es so unglaublich öde. Wie wär's mit einem spannenden Rennen zwischen den Sternen? Das wäre ein Wettbewerb und romantisch. Was? Macht die Wolke uns schöne Augen? Super, wenn du keinen Ring auslässt und es vor mir über die Zielgerade schaffst, gebe ich dir eine Peachy. Das will ich hoffen. Es will ich sowas von hoffen für dich. Nimble hieß. Nimble war's. Fertig. Los. Na dann. Diesmal ist ja nicht unfair. Diesmal haben wir ja nicht keinen Widerstand. Denn wir schweben ja auch. Wir sind ja ein Raumschiff. Und ich glaube, wir müssen gleich was kaputt schießen. Nein, müssen wir nicht. So geht's weiter. Hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. Ich hatte schon den nächsten im Blick. Da hinten. Nein! Nimble, hau ab! Nein! Nimble hat uns gerammt. Will ich zum Wein bringen? Komm, lass uns doch vorbei. Ach, komm. Dann Nimble. Nimble. Ich will das nicht nochmal machen, Nimble. Die Kurven ganz eng jetzt nehmen. Die können wir vielleicht überholen. Jawohl, denn er. Ah, jetzt geht's nach links. Und er macht immer mittig lang. Ja, Nimble. Ah, sie. Die, entschuldige bitte. Ich habe mal was gehört. War sie jetzt so weit hinten, dass wir genug Zeit für den Blödsinn hatten? Oder ist sie woanders lang? Das ist voll unfair im Übrigen. Denn so wie das vor uns aussah. Oh, komm, es dauert doch ewig, bis hier Platz ist. Ja, komm damit vorbei. Aber sie macht ja einfach da mitten durch, ne? So, als Wolke. Hier müssen wir vorbei. Wir können schon mal ein Feuer anditschen, vorsichtshalber.
da ist der nächste Ring. Nein! Ich bleib vorne. Ich bleib vorne. Wenn sie mich höchstens schieben. Hör mal auf jetzt. Sag mal. Ich habe Rexor gehört. Ja. Was ist das? Ich glaube, das erste Mal, dass Rexor erst sehen ist, nachdem wir die Welt erweitert haben. Guck mal, das sieht doch gut aus hier. Nicht mehr am Weg. Ja, da kommt doch gleich das Ziel. Jawohl. Ja. Oh, war ganz schön knapp, ne? Wow, kaum zu glauben, dass du es vor mir in den Hafen geschafft hast. Versprochen, ist versprochen. Hier ist deine Belohnung. Hast du sie dir verdient, Traumschiff? Wieder 12 Pidgeys. Yeah. Aber die Anzahl der Pidgeys ist ja jetzt eigentlich ziemlich rillepups. Denn wir brauchen ja keine mehr. Wir brauchen keine Pidgeys mehr. Also wir müssen welche sammeln, aber wir brauchen keine mehr. Die blöde Klimpern, ne? Was ist denn das? Haben die jetzt. Ach, jetzt haben die Objekte, wo die ran können, oder was? Blöde Viecher. Dankeschön. So, hier gibt's Federn. Hallo, lecker, 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 lecker Federn. Nein. Hey. Ich hab gesagt, nein. Da ist ein Kreuz. Immer der zuerst. Dann wir gehen zuerst hier hin. Komm. Achso, wir könnten natürlich auch erstmal. Das machen wir dann. Ich will erstmal was Neues angucken. Ja. Aber geht da, Peter? So, wo sind wir denn jetzt? Ganz viele Gegner. Da ist Rextro. Hallo, hallo. Wir gucken erstmal, was wir hier Schönes haben. Dankeschön. Eine Eis- und eine Kanonenblume. Aha, aha. Kanonenblume brauchen wir auf jeden Fall da drüben. Das machen wir direkt mal. Hallo, 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 hallo. Ich hab keine Zeit für euch. Hallo, hallo. Hey, da. Niemand sieht meinen Schlüssel, aber wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich 80-20 mit euch. Ich betrüge auch nicht. Was ist das Schatzgewölbe? Hey da, niemand stiehlt meine Schlüssel. Aber wenn ihr das Schatzgewölbe. Achso, ich dachte, der hat einen Hinweis für uns. Warte mit Schatzgewölbe. Mit? Was macht der da? Was für ein Schatzgewölbe? Die haben wir, glaube ich, auch nicht in jedem Level gefunden, oder? Weißt du, in der ersten Welt, in der zweiten Welt haben wir keinen gefunden. In der dritten Welt, glaube ich, auch nicht. In dem Casino sind sie ja überall im Nerven. Da sind die genauso blöd wie die Schmetterlinge. Wie die Schneemänner. Bin ich hier rein? Bin ich rein? Machen wir mal einfach eine Furzblase und dann können wir die hier einsammeln. Hier steht ja noch so einer. Mampf. Habt ihr irgendwo ein. Ich hatte es gewöhnlich gesehen. Meine Suche war bisher recht ermüdend. Wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich das Gold 70-30 mit euch. Okay, er teilt schon 70-30. Da werden wir bestimmt noch ein, zwei finden, die ein bisschen besser teilen.
Hier geht's nicht weiter. Ich höre Rextro, ich bin so scharf drauf, aber wir gucken uns erstmal hier den Gang an, ja, und fallen nicht ins Wasser. Das hat niemand gesehen. Das ist eventuell das Schatzgewölbe. Finden wir hier was? Hallo? Oh, da ist wieder unser lieber Kollege. Und meine Furzblase. Dann sammeln wir den Müll hier mal ein. Da ist nichts. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Wohl bemerkt. Ah, ich glaube, wir sind vorm Schatzgewölbe. Windshot. Mal einen Schluck trinken. So, bin ich doch auch schon wieder. Grüße, werte Ritterbrüder. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Typ kommt echt rum, was? Hoffentlich will er keine Anteil an unserem Gewinn. Auf meiner letzten Schatzquest habe ich dieses gewaltige Gewölbe voller unglaublicher Reichtümer entdeckt. Leider haben ein paar Schweineritter je einen Schlüssel zum Schatz an sich gerissen, aber ihre Herzen sind noch zu unrein, als dass sie zusammenarbeiten und den Sieg erringen könnten. Hilf mir, an ihre Schlüssel zu kommen, und die junge Echse, und gemeinsam zeigen wir ihnen, was wahre Ritter vollbringen können. Ist bei der Beute auch ein Pitch dabei, Shovel Knight? In der Tat, arbeitet zusammen. Dann teilen wir diesen Schatz gerecht auf. Ihr bekommt den Peachy und ich begnüge mich mit den gewaltigen Goldmengen. Klingt super, super bescheuert. Lele, klar doch, Shovel Knight. Wir werden mit diesen Schweinen reden. So kommt ihr an einen der Schlüssel. Ufsalot konzentriert sich normalerweise darauf, Dinge zu schlucken. Wenn ihr ihn in seinen Bauch rammt, lässt er seinen Schlüssel fallen. Was? Ufsalot? Warte mal, das ist immer nochmal. So kommt ihr an einen der Schlüssel. Ufsalot konzentriert sich normalerweise darauf, Dinge zu schlucken. Wenn ihr ihn in seinen Bauch rammt, lässt er sicher seinen Schlüssel fallen. Könnte das ein Endgegner sein, Ufsalot? Hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht weiter, ne? Ja, also hier liegt ein höchster Berg Gold, ne? Wir kriegen bloß ein PG. Ist schon dezent unfair. Okay. Gut, das merken wir uns mal alles. Aber wie kommen wir an die Schlüssel? Was suchen die? Die Schweine haben Schlüssel und... Ja, hör mal auf hier. Hey, da niemand steht meinen Schlüssel, aber wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich 80-20 mit euch. Schatzgewölbe. Ja, aber wir wissen doch, wo es ist. Wir wissen doch, wo es ist, aber wenn wir ihnen das sagen, dann wollen die ja da rein. Da rutscht man bestimmt runter. Nee, oh, zum Glück. Ich finde diese Rutschwege ehrlich gesagt ziemlich doof teilweise. Ach, hier ist noch einer. Ja, du hast aber ein tolles Pferd, meine Freund. Das ist eine Sie. Sie haben ein tolles Pferd, Frau Ritterin. Ist schon fast ein bisschen deprimierend, oder? Wie kann man hier grüßen? Yeah. Komm her. Hallo. Ihr sucht auch nach dem Schatzgewölbe? Wenn ihr Informationen bezüglich des Standortes habt, teile ich die Beute 50-50 mit euch. Aber wir helfen ja scheinbar nicht. Da hängt im Übrigen eine Kiste an Ballons. Und zwar direkt über den Abschießteil. Cool. Ja, ich höre doch, was ja ein Geheimnis ist. Ich weiß es doch.
bin doch schon auf dem Weg nach oben, oder? Ich fall einfach wieder runter. Warum mache ich das eigentlich so? Wir können fliegen. Ja, wie geil. Ah, das Fliegen ist echt ein bisschen tricky. Aber, also kann man landen. Yeah! Rextro! Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Da hinten steht übrigens noch so ein blödes Schwein rum. Und man darf blödes Schwein sagen, denn wir sind Schweine und die sind blöd, ne? Aua, ich wollte ins Wasser! Guten Tag. Herr Schwein. Ach, geht weg. Mokas, die machen die anderen hier kaputt. Hier steht noch einer. Und das Rexo. Yeah! Ihr könnt gleich wieder Minigame machen. Ich finde die echt cool, seine Minigames. Das im Casino war ein bisschen nervig, aber. Grüße reißende Gerüchten und zufolge ist auf dieser Insel ein großer Schatz versteckt. Wenn ihr herausfindet, wo das Gewölbe ist, teile ich 60-40 mit euch. Okay, also die Mrs. Schwein gibt uns also aktuell das beste Angebot. Aber von Shovel Knight haben wir die Bestätigung, dass wir den Päckchen kriegen. Wir sind durch eine Blume gefallen. Schade eigentlich. Hey Rexo, mein Freund. Hey Kumpel, was geht? Hey Rexo, was gibt's Neues? Rexo ist fertig mit modernen Spielregeln. Rexo ist jetzt klar, dass es in Ordnung ist, altmodisch zu sein. Auch wenn Fledermaus sich lustig macht. Rexo glaubt noch immer an sich selbst. Ja klar, Blockschädel, alte Computerfiguren wie du haben kein Ich-Bewusstsein. Warum überspringst du den Teil mit den Spielautomatenmarken nicht einfach? Oh ja, ihr habt Spielmünze dieser Welt? Wir haben die Spielmünze, Rexo, sehen wir uns mal dein Spiel an. Gut, geh zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Ja, ein Peachy, mein Freund, ein Peachy. Ich finde den echt klasse. Dass sie das hier eingebaut haben, ist echt so super. So, was haben wir denn hier? Abnova. Das sieht nicht aus, wenn mir das gefällt. Ehrlich gesagt. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Jupp, Rextro. Wir wollen dein spaßiges Automatenspiel spielen. Ja, ich hab doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. So, bewegen Boost. Sammle Federn, weiche Hindernisse aus, schnapp dir Power-Ups, hol dir den. Was? Nichts. Sammle Federn und weiche Weltraummüll aus. In radikalem Flugspiel, Rextros Lieblingsspiel, das hier. Oh yeah. Also hoch, runter und schnell sein. Okay. Hä? 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 Ich verstehe die Steuerung nicht. Wir dürfen einfach nur nichts berühren. Oh Gott, das wird ein nerviges Spiel. Das wird ja nervig. Okay, beim ersten Mal sind ja die Federn völlig egal. Sowas hier einbauen ist schon echt, ist das schon, ne? Das grenzt schon fast an Hass.
Ah. Oh Mann, ey. Man ist jetzt nicht so schwer, weil. Was? Ah, verdammt. Oh Mann. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen dauern. Ja, ja, komm. Nochmal bitte. Ich hab bald vergessen, das Mikrofon wieder anzumachen. Oh Mann. Na gut. Power-Ups. Ich hab keine Power-Ups gesehen bis jetzt. Bis auf die Tatsache, dass es ehrlich gesagt schwerer finde, hier an den großen Dingen vorbeizukommen. Ah, oh Mann, ey. Ach, komm. Also eine silberne gibt 200 und eine goldene 100, ne? Ah, hier werden Bienen, ne? Also, ja, wir müssen einfach nur schaffen. Und dann nochmal auf Rekord. Oh Mann, oh Mann. Arme Leila muss uns ja durch die Welt ziehen. Aber bei Banjo Kazooie schon so. Kazooie hat irgendwie immer die Arschkarte gezogen. Und alleine mit dem Stampfer, den man da machen kann, wo die arme Kazooie, oder der arme Kazooie, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man mit dem Schnabel auf den Boden hauen muss, ja. War nicht so lustig. Na, verdammt. Achso, ach, wir sterben gar nicht gleich. Brauchen keine Punkte. Oh, das ist ein bisschen tricky. Boah, krass, wie lange geht denn der Blödsinn? Wir müssen wirklich noch Punkte machen müssen oder noch Fehler einsammeln. Weil die meisten sammelt man ja so ein. Das Ende darf dann langsam kommen. Wo ab, du blöde Biene. Ja, kommt jetzt noch ein bisschen enger hier. Nein, was soll denn da Blödsinn? Wir dürfen auf jeden Fall dann am Ende kein Leben verlieren. Das wird doch bestimmt wieder Punkte wieder eng hier. Achso. Ein Level fallen hinten möchte man auch, ne? Ah, verdammt! Man muss es einmal schaffen. Jetzt erstmal. Einmal. Nein, ich will. Oh nein! Nein, ach komm schon. Nee, oder? Oh nein, Freunde, keine Leben mehr. Ja, Rex, oh, halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Oh Mann. Ja, guck. Boah, dauert ganz schön lange, so eine blöde Runde. Ja, ganz schön aber finden. Achso, mit der nochmal ja drücken. Oh Mann. Die Steuerung ist ein bisschen doof erklärt, weil hier steht linker Stick bewegen und A boost. Ich dachte mit A geht's vorwärts oder so. Und mit L einfach hoch und runter.
Oh, nee. Ah, oh, Mann. Na, dann geht's los hier, komm. Ja, los. Nehmen wir hier dagegen fliegen. Nehmen wir auch mein Leben. Ich dachte, wäre vielleicht der Boost jetzt so. Na gut. Es wird zwar dummerweise schon Leben. Wir können mal schnell sterben. Das war. Ich habe keine Lust, dass wir jetzt irgendwie. Hä? Müssen warten, bis wir auf einmal blinken. Komm. Auch mit blinken und dann zack. Ich habe keine Lust, dass wir wegen dem einen Leben dann alles nochmal machen. Das mache ich lieber jetzt alleine mal und dann. Ja, Rexo, kein Leben mehr. Das ist auch doof, dass man jedes Mal draußen bei der Animation landet. Ich kann doch einfach so fahren, oder? Ein kleines, aufploppendes Fragenfenster hätte doch völlig gereicht. Das war bei Kartus. Im Casino schon echt nervig. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen lauter machen. Relativ leise hier alles heute. So, Federn sind rotzegal. Wir müssen es nur schaffen. Und zwar eine Möglichkeit bis zum Schluss erstmal ohne Leben zu verlieren. Und wenn wir dann auf Rekordjagd gehen, noch mit Kett komplett ohne Leben zu verlieren. Denn es kostet uns eine Menge Federn, wenn wir Leben verlieren. Runter. Ah, komm. Jawohl. Nee, ich will dich nicht, liebe Silberner Feder. Kannst du da auch rumbacken, wie du willst? Denn ihr seid mir egal. Einfach gerade durch. Ah, verdammt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie viele Federn man verliert, wenn man ein Leben verliert. Okay. Ich würde behaupten, selbst ohne Federn zu fokussieren, kommt man auf jeden Fall irgendwo bei 10.000 Punkten raus. Dann müssen wir da mal gucken, wie viele wir für den Rekord von Rexor brauchen. Wir wissen, wie stark wir uns auf die Federn konzentrieren müssen. Bei ein paar Federn, die sind nämlich ganz schön tricky. Nein! Ich sag halt, also von der Menge her würde ich behaupten, wenn wir 1000 da verlieren. Uiuiui. Wir haben nur 3 Leben. Also das, den Durchgang schaffen wir auf jeden Fall.